Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 meines Speedpaints zu Pharma Fabi für unser Farm Together Thumbnail. Vielleicht habt ihr es auch gestern schon gesehen. Ich bin tatsächlich fertig geworden mit der Koloration. Tatsächlich ist das meine allererste Koloration. Klar habe ich früher schon mal was mit Buntstiften oder mit Filzstiften ausgemalt, so ganz streifig, wie man das halt als Kind so macht, ne? Und danach habe ich mich dann auch nie wieder dran getraut, weil ich mir gedacht habe, nee, nicht die schöne Bleistiftzeichnung mit bunten Farben dann noch versauen und dann kannst du es in den Müll schmeißen. Und deswegen habe ich dann nie wieder koloriert. Das ist jetzt wirklich, ja, mein erster Versuch. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich unterhalb der Outlines der einzelnen Ebenen immer nochmal eine neue Ebene erzeugt habe für die Farben. Das hat einfach den großen Vorteil, dass ihr drüber malen könnt, so viel wie ihr wollt. Ihr müsst dann zwar hinterher trotzdem natürlich die Farbe, die jetzt ja zu viel da ist, wieder wegradieren, in Anführungsstrichen. Aber ihr müsst nicht ganz so extrem darauf achten, dass sie bloß keine Konturen überdeckt oder sowas. Das macht das Ganze doch einfach deutlich, deutlich leichter. In meinem Fall sollte die Lichtquelle so ein bisschen von links oben kommen. Ich hoffe, ich habe die Schattierungen und Lichteffekte halbwegs richtig gesetzt. Ich habe es so ein bisschen intuitiv gemacht, dass ich mir überlegt habe, wie müsste das jetzt so grob aussehen? Und ich überlege gerade, ob es noch irgendwas zu erzählen gibt. Ach ja, genau. Von den Augen habe ich 2 unterschiedliche Varianten gemacht. Das ist auch der Vorteil, wenn man mit Ebenen arbeitet. Denn zum Schluss habe ich mir gedacht, das Auge gefällt mir jetzt doch gar nicht so gut. Ich möchte einfach gern nochmal eine andere Variante probieren. Habe die Augenebene einfach ausgeblendet. Hatte wieder nur noch die Kontur vom Auge und dann konnte ich nochmal neu kolorieren. Das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil dieser Arbeit mit Ebenen. Und das zweite Auge hat mir dann auch definitiv deutlich besser gefallen, muss ich wirklich sagen. Ich bin gestern noch ein paar Mal gefragt worden, wie das Tool denn heißt, mit dem ich arbeite. Das Programm nennt sich Clip Studio Paint Pro und das kann man für 43 € kaufen. Es gibt auch eine Testversion. Ich weiß noch nicht, wie lange ihr die nutzen könnt. Die ist zeitlich begrenzt und ich kann euch gerade nicht genau sagen, wie viele Stunden oder Tage ihr die nutzen könnt, bevor ihr das dann kaufen müsst. Für mich persönlich hat sich das aber definitiv gelohnt. Ich mag das Programm an sich sehr, sehr gerne, die Möglichkeiten, die man damit hat. Und ich würde sagen, so viel mehr gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr zu erzählen. Von daher lasse ich euch jetzt in Ruhe mal schauen, was ich da so fabriziert habe. Und am Ende blende ich dann natürlich auch nochmal das fertige Bild ein. Viel Spaß noch!